Livestream wird gestartet. Okay. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Jupp-Gemeinde. Ich freue mich, dass ihr heute alle da seid, um dem Lothar zuzuhören, der uns was über Open Source CI/CD Components for GitHub Actions erzählen möchte. Bin ich sehr gespannt drauf, weil ich auch gerade selber an der Pipeline rumschrauben darf und vielleicht kann ich da den einen oder anderen selber ein Takeaway mitnehmen. Nächste Juck haben wir den Gerd Aschemann da, der uns was über Infrastructure as Code, Korrektheit beweisen statt testen vorstellen möchte. Da geht es darum, dass er mit JQ Assistance irgendwie zeigen möchte, dass man Infrastructure as Code damit auf Vollständigkeit prüfen kann. Das wird bestimmt auch spannend werden. Genau, aber heute haben wir den Lothar da. Ich werde gleich in den YouTube-Chat noch den Link zu diesem GoTo-Meeting checken. Denkt dran, wer nicht auf YouTube verewigt werden möchte, sei es mit Bild oder Ton, der kann die Fragen natürlich auch direkt in den Chat schreiben, in den YouTube-Chat. Ich gebe sie dann weiter an Lothar. Und wenn ihr hier ins GoTo-Meeting kommt, macht vielleicht erstmal das Mikrofon kurz aus, damit wir das Geraschel nicht haben. Genau, und damit übergebe ich das Wort an Lothar. Viel Spaß, Lothar. Vielen Dank und willkommen allen Zuhörern. Heute soll es um GitHub Actions gehen und im Speziellen um Open Source Komponenten dafür, um damit eine CI/CD Pipeline zu bauen. Und in meinen Folien habe ich eine ganze Menge Links dabei. Die könnt ihr alle benutzen und dann weitere Informationen euch holen, wenn euch die einzelnen Themen interessieren. Und deswegen habe ich am Anfang auf der ersten Folie gleich einen QR-Code dabei. Für alle die, die jetzt eine Smartphone-Kamera haben, können gerne den QR-Code scannen. Da gibt es dann den Link auf die Folien als PDF und dann sind halt alle Links dabei und können benutzt werden, wenn weitere Informationen gewünscht sind. Ansonsten freue ich mich über Fragen zu jeder Zeit während der Präsentation. Wie gesagt, die Folien sind jetzt für alle verfügbar. Die könntet ihr euch nur notfalls auch alleine angucken, aber die Fragen und der Austausch, der interessiert mich am meisten und deswegen gerne Fragen stellen, wenn immer eine Frage auftaucht. Ich arbeite seit sehr vielen, vielen Jahren immer mit Softwareentwicklern zusammen und wenn ich ein bisschen Freizeit habe, versuche ich auch selber ein bisschen was in der Community zu machen, sei es selber für mich Code zu schreiben, der ist dann zum Teil auch auf GitHub kommen da als Open Source oder ich schreibe mal was in meinem Blog oder halte Präsentationen so wie heute und die wesentlichen Social Media Profile habe ich auf der linken Seite aufgelistet. Zu GitHub Actions, dem eigentlichen Thema für heute, was ist es? Ganz einfach gesagt, eine Workflow Automation bedeutet im Prinzip eine Kette von Schritten, die man aneinander packen kann und die bilden dann einen Workflow und der läuft halt automatisch. Und kurz nachdem das rauskam, vor etwa 2 Jahren, war dann auch der Claim, da ist CI/CD eingebaut. Und das hat mich interessiert und so bin ich zu diesem Talk gekommen und habe halt eine Pipeline gebaut, die ich auch später noch zeigen möchte, die ein CI/CD-Szenario implementiert. Wenn man sich das ein bisschen genauer anguckt, was GitHub Actions sind, dann ist es mindestens 3 Sachen in meinem Kopf. Also zum einen ist jede GitHub Action eigentlich nur Code. Eigentlich nur Source Code. Ist jetzt auch nicht weiter verwunderlich, weil GitHub der Platz ist, wo unheimlich viel Open Source Code zur Verfügung steht für sehr viele Menschen auf der Welt. Und alles, was man mit dem Source Code grundsätzlich machen kann, aber auch auf GitHub machen kann, kann man halt auch mit diesem GitHub Actions Code machen. Also man kann den halt erstellen, man kann den kopieren, man kann den forken, man kann Pull Requests erstellen und so weiter und so fort. Die GitHub Actions, die zur Verfügung stehen, die gibt es natürlich in so einem Marketplace von GitHub. Und da habe ich hier mal so einen Screenshot gemacht, weil es also mindestens diese 3 Actions für die 3 großen Cloud-Provider gibt, aber es gibt natürlich auch noch tausende andere Actions für andere Cloud-Provider und für alle möglichen anderen Sachen, die man automatisieren möchte. Und technisch gesehen sind es eigentlich nur Container, die ausgeführt werden in einer bestimmten Umgebung. In den allermeisten Fällen wird es wahrscheinlich die GitHub-Umgebung sein. Das wird auch der Fall sein, wenn ich nachher eine kleine Live-Demo mache.
Es ist aber auch möglich, GitHub Actions in einem eigenen Data Center oder in einer eigenen Cloud auszuführen. Da gehe ich nicht im Detail drauf ein, aber da habe ich später auch nochmal zumindest eine Folie dazu. Und heute soll es um Open Source Komponenten gehen, also die Komponenten, die man sich überall angucken kann. Und da möchte ich anfangen mit Awesome Actions. Awesome Lists gibt es sehr viele und die gibt es auch für GitHub Actions. Die Awesome Liste, die ich hier verlinkt habe, ist eine meiner ersten Anlaufstellen, wenn ich eine Action suche und keine finde, aus sonstigen Quellen oder die irgendwie im Kopf habe oder davon gehört habe. Das kann ich nur jedem raten, da zu gucken. Wenn man Open Source liebt, zum anderen, wenn man halt eine Alternative zu dem Marketplace haben möchte, den GitHub zur Verfügung stellen. Und es gibt also tausende Projekte, die GitHub Actions suchen. Die Liste wird wahrscheinlich nie vollständig sein, weil sich die immer ändert. Ich habe hier meine Liste mitgebracht, die von Sachen, die ich interessant fand. Also zum einen ist es für mich nicht verwunderlich, dass viele Microsoft-Produkte auf GitHub Actions oder mit GitHub Actions laufen, weil Microsoft halt auch GitHub gekauft hat. So ist zum Beispiel Visual Studio Code, ein Editor, den ich öfter benutze, der benutzt halt auch GitHub Actions. Und TypeScript zum Beispiel ist auch ein Microsoft-Produkt, benutzt halt auch GitHub Actions. Und weil TypeScript halt stark verwandelt und sehr populär in der JavaScript-Welt ist, gibt es halt auch viele JavaScript-Projekte, die GitHub Actions benutzen. Und aus dieser JavaScript-Welt ist ein Vertreter zum Beispiel auch React, kommt von Facebook und die benutzen halt auch GitHub Actions als ein wichtiges JavaScript-Projekt. Und im Backend, wo ich auch in der Vergangenheit öfter unterwegs war, ist Kubernetes sehr bekannt. Auch das benutzt GitHub Actions. Und in Deutschland bekannt aus viel Funk und Fernsehen und sonstiger Medienberichterstattung ist die Corona-Warn-App Also ich muss sagen, ich finde das ein ziemlich cooles Projekt und habe mir auch ab und zu den Source Code angeguckt. Kann ich nur empfehlen. Und auch das benutzt GitHub Actions. Last but not least, OWASP, ein Projekt, was sich um Software-Sicherheit kümmert und alle möglichen Facetten von Sicherheit. Gucke ich auch öfter drauf, benutze auch GitHub Actions. Fand ich auch interessant, dass die das benutzen. Jetzt ist es so, dass GitHub Actions, dieser Marketplace, der in GitHub da zur Verfügung stellt, der ist erstmal offen für alle. Man kann aber auch GitHub auf seine eigene Cloud, in seiner eigenen Organisation fahren. Und dann ist diese GitHub-Instanz erstmal grundsätzlich abgekapselt von der Außenwelt. Und dann kann man so ein paar Türen aufmachen oder eben nicht, je nachdem, ob man es möchte. Und wenn diese Organisation groß genug ist, also große Softwarefirmen könnten solche Organisationen sein, dann gibt es vielleicht Entwickler, die ihre eigenen Actions bauen, die spezifisch für diese Softwareorganisation sind. Und dann kann man auch da einen Marketplace bauen, der dann sozusagen organisationsspezifisch ist, also für diese Firma. Und das finde ich eine richtig coole Idee, deswegen habe ich hier auch die beiden Links mit reingepackt. Einmal zu dem Blogpost, wo das erklärt wird, und einmal zu dem Repository, wo der Code da ist, um diesen Marketplace zu bauen. Und für all diejenigen, die auf GitHub ein Profil pflegen und das Profil so ausgebaut ist, so schön hier wie vor dem Simon Willison, die können auch überlegen, das mit GitHub Action zu pimpen, würde ich sagen. Also ich habe das nicht, vielleicht mache ich das noch in Zukunft. Die Idee von diesen Profilen ist, dass man halt in seinem GitHub-Account einen Repository anlegt, was genauso heißt wie das GitHub-Handle, und dann kriegt man halt so eine schöne Übersicht und da kann halt alles Mögliche dargestellt werden. Und das ist erstmal statischer HTML-Content. Und der Simon Willison, der hat das nun dynamisiert, und was er macht ist, er hat eine GitHub Action geschrieben, die halt kontinuierlich auf den Blog guckt, auf seinen Twitter, glaube ich, auf die GitHub Releases
Und wenn immer sich da was ändert, dann wird es über eine API gezogen. Ich glaube, alle 5 Minuten war das. Und dann wird es auf seinem Profil dargestellt. Und so fühlt sich das sozusagen dynamisch an. Ne? Das ist ja cool. Und es ist kein statischer Content. Und er beschreibt es auch in einem Blogpost, wie das funktioniert. Und in seinem Repository ist das auch alles gut zu sehen. Die Links sind hier auf der rechten Seite. Wen das interessiert, gerne angucken und sich inspirieren lassen. Und dann gibt es natürlich auch noch 1000 andere Leute auf GitHub, die sowas Ähnliches machen, ne? Die halt auch dynamischen Content sich aus verschiedenen Quellen ziehen, über GitHub Actions oder über andere Ideen und so ihr Profil dynamisch machen. Und statischen Content kann man natürlich auch insofern dynamisch machen, als dass man dann JavaScript im Browser laufen lässt. Auch da gibt es 1000 Ideen, findet man auch alles online. Jetzt einige Beispiele von mir, die ich erlebt habe in meinen Experimenten, die ich glaube, dass sie für einige gegebenenfalls sinnvoll sein können. Zum einen möchte ich auf Jobs eingehen. Also GitHub Actions sind im Prinzip Workflows und diese Workflows basieren auf beliebig vielen Jobs. Jedenfalls habe ich noch keine Grenze festgestellt, vielleicht gibt es eine Grenze, aber bin ich nie dran gestoßen. Und diese Jobs können als erstes, oder für mich ist das Wichtigste bei den Jobs, dass die komplett unabhängig voneinander laufen. Also die können unabhängig voneinander gestartet werden. Es ist nicht klar, welcher Job als erster gestartet wird, wenn es nicht definiert ist. Und die können halt auch unabhängig schnell beendet werden und das ist halt komplett nicht deterministisch. Und was man aber häufig in CI/CD-Pipelines haben will, ist, dass man so eine Art Dependency hat, dass man halt sagt, also zuerst mache ich das erste, und wenn das erfolgreich ist, dann mache ich das zweite und dann das dritte und irgendwann 47 und dann ist halt so eine Pipeline vorbei. Und wenn man das möchte mit GitHub Actions, dann muss man, also dass man halt so eine Dependencies aufbaut, indem man halt sagt, Job 2 hängt von Job 1 ab, dann muss man das Keyword Needs benutzen. Und das mache ich hier. Ich habe hier 2 Jobs. Der eine benchmarkt meinen Code und der andere testet den Code. Und wenn das passiert, dann werden halt andere Jobs getriggert. Zum einen hier sogenannte Matrix-Jobs und zum anderen eine andere Collection von Jobs. Und ich hatte eben schon gesagt, Matrix-Jobs, was ist das? Das sind Jobs, die, wo mit einer Job-Definition eine beliebig große Anzahl von Jobs definiert werden kann. Und das wird über so eine sogenannte Matrix gemacht, wo halt viele Vektoren definiert werden können. In dem Fall habe ich eine relativ einfache Matrix implementiert. Die besteht aus 2 Vektoren. Einmal das Betriebssystem OS und dann das Golang Betriebssystem Flag. Das spannt halt bei mir eine Matrix von insgesamt 4 Items oder 4 Teilen auf. Ich benutze hier die Betriebssysteme Mac und Ubuntu. Und das Golang Operation Flag Linux und Darwin. Und das ist halt eine 2x2=4 Matrix. Und wenn man sowas macht, so eine Matrix aufspannt, dann kann man bei GitHub Actions bestimmen, ob der erste Job, der gegebenenfalls einen Fehler erzeugt, ob der die gesamte Matrix abbrechen lässt, die gesamte Matrix von Jobs oder eben nicht. Und in meinem Fall möchte ich das nicht. Also selbst wenn ein Job fehlschlägt, möchte ich den anderen zu Ende laufen lassen und möchte mir dann die Ergebnisse angucken, warum gegebenenfalls ein Job fehlgeschlagen hat und der andere gegebenenfalls erfolgreich war. Und außerdem möchte ich die Matrix nicht laufen lassen, dass alle 4 Jobs ablaufen, sondern ich möchte halt nur 2 Jobs laufen lassen, nämlich genau den, wo auf macOS, auf dem Betriebssystem macOS, das Golang Operation System Flag Darwin definiert ist. Und auf dem Betriebssystem Ubuntu möchte ich das Flag Linux laufen lassen. Und deswegen schließe ich die anderen beiden aus. Das mache ich mit dem Exclude-Keyword. Und wenn es ein Exclude-Keyword gibt, dann gibt es auch ein Include-Keyword. Und jetzt könnte man denken, dass wenn es ein Include-Keyword gibt, da kann ich da alles reinschreiben, so ähnlich wie bei dem Exclude-Keyword. Geht aber leider nicht. Finde ich, ist eine Sache, die interessant ist. Ich brauchte ein bisschen, bis ich rausgekriegt habe, was ich da falsch gemacht habe.
Wenn eine Matrix Items enthält, und in dem Fall enthält sie das Item macOS und Darwin, dann kann ich diese Kombination nicht hinzufügen, also nicht inkludieren. Und der Hintergrund ist, ich kann keine Items zur Matrix hinzufügen, die schon in der Matrix vorhanden sind. Sondern ich könnte nur neue Items hinzufügen. Man könnte sich vorstellen, dass man als Betriebssystem auch Windows hinzufügen kann. Also GitHub Actions läuft auch auf Windows-Knoten. Und das wäre ein Item, was noch nicht in dieser Matrix vorhanden ist. Und das würde dann funktionieren. Aber diese beiden Items, die schon in der Matrix vorhanden sind, die funktionieren nicht. Das wird einen Fehler werfen. Und wie sieht dann so eine Matrix aus? Ungefähr so. Und dabei ist interessant, dass bestimmte Jobs auch gegebenenfalls nicht ablaufen. Also bei mir ist es hier so, dass ich eine If-Bedingung definiert habe. Da komme ich gleich noch dazu, wie die aussehen kann. Und dann laufen halt bestimmte Jobs in diesem Workflow nicht ab. Und in einem anderen Job, der auch in der Matrix definiert ist, da laufen die ab. Ich switch nochmal hin und zurück. Also abgesehen von dem orangenen Kasten, den ich da drum gemacht habe, sieht man halt auch, dass dieser kleine Bubble halt entweder einen Haken hat oder so einen Slash. Ich hatte gerade eben schon was zu If-Statements gesagt, die heißen Conditionals, die funktionieren so, wie man sich das wahrscheinlich denkt. Ja, die ganze Syntax ist YAML und in so einer YAML-Syntax ist der Doppelpunkt bei dem if, also direkt hinter dem Keyword if, in anderen Programmiersprachen wäre der halt am Ende des if-Statements. Und in dem spezifischen Fall sage ich halt, also wenn das Betriebssystem der Matrix, dieses Matrix-Jobs, Ubuntu entspricht, also der String dieses Betriebssystems Ubuntu entspricht, dann möchte ich halt auf Docker Hub mein Docker-Image pushen. Das sagt im Wesentlichen dieses Conditional. Und wenn man irgendwohin pushen will, was außerhalb des GitHub Environments ist, dann muss man sich meistens irgendwie authentifizieren. Ja? Man muss halt sagen, also ich habe diesen Usernamen und das ist mein Passwort. Und da gibt es bei GitHub die Möglichkeit, sogenannte Secrets zu definieren. Das habe ich hier auch gemacht. Und da gibt es halt entsprechende Secrets, wo ich die Sachen eingetragen habe. Und dann wird es in Environment-Variablen gepackt und die benutze ich dann später im Code. Und jetzt ist ja auch gerade, also ich glaube auch jetzt, genau jetzt und gestern und heute ist auch GitHub Universe, diese große Messe, wo auch neue Entwicklungen vorgestellt werden von GitHub. Und was ich gestern gesehen habe, was ich in dem Fall interessant fand, war, es gibt jetzt auch Möglichkeiten, diese Passwörter zentral zu managen, also über eine Organisation und nicht nur über ein Repository, und die können auch flüchtig sein, ephemeral, wie man im Englischen sagt. Also das ist deshalb wichtig, weil wenn man natürlich hier einmal Docker-Username und Passwort reinpackt und dann 5 Jahre später gegebenenfalls nicht mehr in einer Organisation ist und dann andere diese Credentials sehen, das ist wahrscheinlich nicht Sinn und Zweck, wie man Credentials sicher speichern soll. Und da sind diese ephemeral Credentials, von denen ich da gestern gehört habe, sicher einen Schritt in die richtige Richtung, und ausprobiert habe ich die aber noch nicht. In großen Softwareprojekten, viele von denen, die ich in der Liste vorhin gezeigt habe, die sind relativ groß, da kann das Bauen von so einem Code und das Testen und gegebenenfalls andere Automatisierungsschritte ziemlich lange dauern. Und darüber haben sich auch die Maintainer des Testcontainer Repositories für Java und der Organisation Testcontainers Gedanken gemacht. Da läuft unheimlich viel, ich glaube, es ist Kotlin-Code, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und das System, mit dem dieser Code gebaut wurde, ist Gradle. Und über ein bisschen Gradle-Magie haben die es geschafft, die Zeit, wenn so eine GitHub-Action den Code baut, drastisch zu reduzieren. Und das finde ich total clever, was die da gemacht haben, und deswegen stelle ich es hier vor. Was die machen ist, die definieren halt Tasks in ihren Gradle-File, in ihrem Gradle-Descriptor, und manche haben halt den String-Check dabei und manche eben nicht. Und so sagen sie halt, wenn eine bestimmte Sache ablaufen soll, dann muss halt der String-Check da drin sein oder nicht.
Und dann gibt es einen weiteren Task innerhalb des Gradle Descriptors und dieser Task checkt wiederum die anderen Tasks, die Check enthalten oder eben nicht. Und all diese Informationen von den Tasks, die halt irgendwas mit Check enthalten, die werden in so ein JSON gepackt. Was passiert nun mit dem JSON? Dieses JSON wird innerhalb eines GitHub Action Jobs in eine Variable, in die Variable Task gepackt, in denen nämlich der GitHub Action Job diesen Gradle Task aufruft, der halt genau diese Testmatrix aufspannt. Und was dann passiert ist, dass dieser JSON-Block, der da generiert wird von diesem spezifischen Gradle-Task, der entspricht genau der Notation, die für eine Matrix-Definition wichtig ist, also diese Matrix-Jobs, die ich eben gezeigt habe. Und wenn die definiert sind, dann können diese Matrix-Jobs ausgeführt werden. Das heißt also, in bestimmte Gradle-Tasks halt dieses Word, dieses Keyword-Check oder eben nicht enthalten, kann halt die Matrix beliebig groß sein und kann sozusagen dynamisch von jedem Run neu geändert werden. Und so ist es halt möglich, die Zeit, die benötigt wird, um GitHub Actions laufen zu lassen, für dieses spezielle Repository zu reduzieren oder eben auch aufzublähen. Und das, muss ich sagen, fand ich einen super cleveren Ansatz. Und deswegen habe ich die Links ja auch hier drin. Und falls jemand von Ihnen große Repositories hat und die gegebenenfalls auf der JVM, mit JVM-Code gebaut werden können, Entschuldigung, mit Java, Clojure, Kotlin, Scala, was auch immer Code, der notfalls von Gradle gebaut werden kann, dann könnte das was für Sie sein. Eine Erfahrung, die ich auch weitergeben möchte, ist, dass ich diesen Code mal selber geschrieben habe. Und der funktionierte nicht. Und ich habe hier diese Fehlermeldung bekommen. Und ich dachte mir, was ist denn das? Was ist denn hieran falsch? Ich fand es nicht besonders intuitiv, hat ein bisschen länger gedauert. Und am Ende war es so, dass diese Namensdeklaration, die ich am Ende von diesem kleinen Code-Snippet benutzt habe, das war das Problem. Also es war nicht das Problem, dass ich diesen Uses-Key nicht benutzt habe, weil den hatte ich ja drin, sondern halt, ich hatte diesen Key-Name falsch benutzt. Das hoffe ich, passiert Ihnen jetzt nicht mehr, wenn Sie das gesehen haben. Und so wie das ist bei neueren Sachen, ne, man lernt halt dazu. Manchmal geht es schneller und manchmal dauert es ein bisschen länger. Bei mir hat es hier ein paar Tage gedauert, bis ich das rausgefunden habe. Deswegen dachte ich, teile ich das und andere brauchen nicht Tage, um dieses Problem gegebenenfalls zu umschiffen. Bei GitHub Actions finde ich auch super, dass es Sicherheitsaspekte gibt, um die sich Leute kümmern. Ich habe hier zwei Blogposts verlinkt. Der erste, der ist von GitHub selber und da geht es darum, wie man mit Input, den man in GitHub Actions sich reinholen kann, wie man damit umgeht. Und zum einen ist es grundsätzlich so, dass Input hier mit dieser Dollar- und doppelt geschweiften Klammernotation, das ist der empfohlene Weg, um Input reinzuholen. Und man kann ihn natürlich gleich hier in so einem Bash-like Statement rausprinten lassen auf die Konsole mit über Echo. Und wenn das passiert, dann besteht folgende Gefahr. Diesen Input, den man sich hier holt, der impliziert ja, dass das auf GitHub ein Issue-Title ist. Ne? Da steht halt irgendein String drin. Aber es könnte halt auch sein, dass da sowas wie 1+1 drin steht und dann würde 1+1 ausgeführt werden und ergibt 2. Und das ist jetzt vielleicht auch noch nicht problematisch, aber grundsätzlich Code, der ausgeführt wird in einer Umgebung, für die man selber verantwortlich ist, also das kann schon problematisch sein. Und der empfohlene Weg von GitHub ist, dass man, wenn man sich den Input reinholt, den packt man erstmal in so eine Environment-Variable, in so einen Environment-Variablen-Block. In dem Fall würde ich die Title nennen. Und wenn man die dann über so ein Bash-like-Kommando auf die Konsole packen will, dann sagt man halt Echo. Ja. Und dann ist die Gefahr deutlich minimiert, dass hier Code ausgeführt wird, der über so einen Input, den man nicht vollständig kontrollieren kann, ist deutlich geringer. Und deshalb ist es der empfohlene Weg, Input so reinzuholen. Für die aufmerksamen Zuschauer,
von vor 3 Folien, die haben vielleicht in Erinnerung, dass ich genau auch das mit den Secrets gemacht habe. Also die eigenen Secrets, die ich aus diesem Secret Store von GitHub geholt habe, den vertraue ich halt auch nur so weit, wie das hier in dem empfohlenen Weg gemacht wird, dass ich halt die in eine Environment-Variable packe und dann später auf diese Variable zugreife. Und das zweite Thema, was hier in dem zweiten Blogpost beschrieben wird, zum Thema im Bereich Sicherheit, da geht es darum, dass in GitHub Actions häufig auch andere Actions referenziert werden. Also ganz klassisch ist zum Beispiel die Checkout-Action, dass halt in so einem Action-Run Code von dem gerade aktuellen Repository ausgecheckt wird, damit es halt zur Verfügung steht und man was mit dem Code machen kann. Und jetzt ist es so, dass man aber auch GitHub-Actions von allen möglichen Sourcen, also zum Beispiel von der Awesome-Liste, die ich vorhin referenziert hatte, ziehen kann. Und da weiß man ja grundsätzlich nicht, was da drin ist. Also nur weil da Awesome auf der Liste draufsteht, heißt ja nicht, dass es nicht auch sicherheitsrelevante Aktionen da ausgeführt werden können. Und in diesem Blogpost beschreibt der Autor eine Situation, wo eine Action letztendlich dafür sorgt, dass nicht der Code ausgecheckt wird, von dem der User denkt, dass er ausgecheckt wird, sondern ein anderer Code. Und der Code könnte dann benutzt werden, um zum Beispiel Secrets, die man dann benutzt, um zum Beispiel auf Docker Hub zu pushen, um die auszulesen und dann zu speichern. Und die Quintessenz von dem Blogpost, den ich hier verlinkt habe, ist aus meiner Sicht, dass wenn man sich andere Actions in seine eigene GitHub-Action reinholt, was aus meiner Sicht normales Verhalten ist und was ich auch weiter jedem empfehlen würde, weil ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, das Rad immer wieder neu zu erfinden, dass man sich aber genau angucken soll, was ist das für eine Action, die man sich da reinholt. Und gegebenenfalls sich auch den Source Code anguckt, wenn man den Autor vielleicht nicht kennt oder wenn diese Action halt wenig populär ist, um halt zu vermeiden, dass in einer Action, die man ausführt, auf die man referenziert, dass dann halt Sachen passieren, die man ursprünglich nicht wollte. Und die dann auch gegebenenfalls sicherheitsrelevant sind. Das war viel Theorie und jetzt möchte ich ein bisschen Code zeigen, weil da spielt die Musik, glaube ich. Also nicht unbedingt bei meinem Code, aber grundsätzlich bei Code. Hier habe ich ein Repository, wo alle möglichen Sachen, die ich bisher beschrieben hatte, zum Teil auch drin sind. Und ich starte jetzt einfach mal eine Aktion hier bei dem Code und schreibe hier was rein. Und mit dieser Codeänderung, die ich gerade definiert habe, starte ich jetzt einen Pull-Request und sage halt, dass ich hier an der Dokumentation ein Update gemacht habe. So, und wenn ich jetzt diesen Pull-Request gleich gestartet habe, so, dann passiert Folgendes. Ich habe Checks definiert und die Checks sind mandatory für 2 spezifische Actions und die laufen jetzt ab. Und das ging jetzt richtig fix. Die beiden ersten Actions sind auch schon erfolgreich abgelaufen und jetzt sieht man hier, dass alle möglichen anderen Jobs loslaufen. Und das wird ein bisschen dauern, weil hier werden Docker-Images produziert und gepusht. Und bis diese Actions hoffentlich erfolgreich abgelaufen sind, zeige ich ein bisschen Code von der Definition, die ich hier benutze für GitHub Actions. Ja, ich hatte schon gesagt, das ist ein YAML-File. Das sieht bei mir so aus. Übrigens, der gesamte Code ist Open Source. Also, wenn jetzt irgendwas zu schnell geht, dann können Sie den auch später nochmal angucken. Zu Anfang definiere ich 2 Jobs. Das ist der Benchmark und der Testjob. Bei beiden wird halt dieser Go-Code, den ich hier, das ist ganz einfacher Go-Code, den ich nur dafür gemacht habe, damit hier ein bisschen Code dabei ist, der wird halt einmal gebenchmarkt und einmal getestet. Den nächsten Job, den ich definiere, da lasse ich mir alle möglichen GitHub-Kontexte ausdumpen. Da gibt es unheimlich viele von und mich hat einfach interessiert, wie das so aussieht, was da für Werte und Variablen, Inhalte möglich sind. Und später habe ich dann noch
noch viel mehr Kontexte gefunden und habe dann noch einen zweiten Job gebaut, der das mir alles auf die Konsole von den GitHub Actions rausschreibt. Und der nächste Job definiert diese Matrix, die ich auch in der Folie schon gezeigt hatte, und definiert auch das Fail Fast, wie ich es in der Folie hatte, und auch genauso eine 4x4 Matrix. Mit dem Exclude, das hat letztendlich nur zwei laufen. Und in diesem Job baue ich dann mit einem relativ langen Kommando meinen Go-Code und dann gucke ich halt, ob die Umgebung, wo dieser spezifische Job gerade in der GitHub, in der großen GitHub-Cloud läuft, ob die halt Ubuntu ist. Und wenn die Ubuntu ist, dann mache ich das, was ich auch auf der Folie gezeigt hatte, dass ich mir halt die Secrets hole, um auf Docker Hub zu pushen. Und dann baue ich hier baue ich dann ein Docker-Image und dann logge ich mich auf Docker Hub ein und dann pushe ich halt das Docker-Image auf Docker Hub. Und dann gibt es noch zwei weitere Jobs, die machen im Prinzip das Gleiche, nur dass sie nicht auf Docker Hub pushen, sondern auf die GitHub Docker Registry. Die ältere Version davon heißt Package Registry und die neuere, die ich empfehle, wenn Sie die benutzen möchten, die heißt halt Container Registry. Das ist soweit der Code, der jetzt hoffentlich erfolgreich abgelaufen ist. Mal gucken. Ja, sieht gut aus. Glück gehabt, dass die Live-Demo funktioniert hat. Ich zeige mal ein bisschen, wie das aussieht. Ja, also es gibt hier halt alle möglichen Kontexte, die hier rausgedampft werden. Die kann ich mir halt angucken, nachdem der Job erfolgreich gelaufen ist. Sieht man zum Beispiel, wer der Actor war. Das ist halt mein GitHub-Handle. Und dann gibt es die Jobs, die aufgrund der Matrix abgelaufen sind. Da gibt es einmal den Job, der nicht auf Docker Hub gepusht hat, weil er auf einem Mac-Knoten innerhalb der GitHub-Cloud gelaufen ist. Und dann gibt es den Job, der auf einem Linux-Knoten gelaufen ist und der hat sehr wahrscheinlich gepusht. Wenn ich hier runterfahre, dann sehe ich hier, dass das Login erfolgreich war und dass alle Layer, die ich in dem Docker-Image definiert habe, gepusht wurden. Und dann sehe ich auch hier den Tag. Und das gucke ich mir doch mal an, ob das auf Docker Hub auch wirklich der Fall ist, weil ich kann jetzt natürlich viel erzählen. Aber ob das auf Docker Hub angekommen ist, werden wir hoffentlich gleich sehen. Und es sieht gut aus. Also auf Docker Hub habe ich hier so ein Repository mit allen möglichen Docker-Images. Und vor 3 Minuten ist das letzte Mal ein Tag hochgeladen worden. Und jetzt sind es schon 4 Minuten und das Datum passt auch. Also ich würde mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass das erfolgreich war. Aber ich wollte ja nicht nur auf Docker Hub pushen, ich wollte ja auch auf GitHub pushen. Auf einmal die Package Registry und dann auf die Container Registry. Und auch hier sieht es gut aus. Also das sieht alles so aus, als würde das funktioniert haben. Das in dem anderen Job, das gucke ich jetzt nicht, weil ich gehe fest davon aus, dass es funktioniert hat. Und jetzt kann ich innerhalb von dem Repository, wenn ich die Packages definiert habe, kann ich da gucken. Ich habe da schon lange rumexperimentiert, deswegen gibt es halt hier extrem viele Packages, die alt sind und die sind alle öffentlich. Und öffentliche Packages auf GitHub bedeutet immutable, also ich kann die nicht löschen, deswegen muss ich mich entschuldigen hier für ein bisschen viel Neues. Aber ich weiß in etwa, worauf ich gucke. Und das ist zum Beispiel dieser Container. Und da sieht man auch, dass vor 4 Minuten gepusht wurde und auch der Datumsteil in dem Tag, den ich da definiert habe, der ist von heute. Und die Zeit passt auch. Das ist UTC hier, glaube ich. Also es war vor ungefähr 6 Minuten, 4 bis 6 Minuten. Ich denke, das ist erfolgreich gelaufen. Die Live-Demo war erfolgreich. Das freut mich. Gibt es dazu Fragen? Ich sehe nicht, wie viele dabei sind, aber ich frage trotzdem mal, ob es jetzt zu dem Code Fragen gibt. Nee, wir sind zu zweit. Ich habe eine Frage, ist jetzt ad hoc. Wie viele verschiedene Runner-Sachen gibt es denn? Du hast ja erwähnt macOS, das fand ich schon erstaunlich, dass es überhaupt einen macOS-Runner gibt. Ja. Das ist nicht immer selbstverständlich. Windows und Linux.
Gibt es da irgendwo eine Übersicht oder? Oh ja, gibt es mit Sicherheit. Also die GitHub-Doku kenne ich da jetzt nicht. Mir ist auch noch bekannt, dass es dieses ARC 64, diese Computerarchitektur, dass es dafür auch Runner gibt. Das sind die vier, die ich im Kopf habe. Aber es könnte auch gut sein, ohne dass mir jetzt eine fünfte Architektur einfällt, dass es vielleicht auch noch weitere Architekturen gibt und ich kenne die einfach nicht, weil ich nicht den kompletten Überblick habe. Nee, hätte ja nur sein können, das ist so, weil man hat ja ganz oft immer so bei anderen DevOps-Sachen, dann bist du auch sehr, also bist du sehr eingeschränkt plötzlich, ne? Weil dann gibt es nicht alles oder musst du auch bezahlen. Also ich weiß nicht, musst du zum Beispiel für Windows bezahlen oder kannst du als Open Source Projekt das einfach benutzen? Ja, Weißt du das? also da dann auch GitHub-Vertreter der Wahl anrufen, ich bin das nicht, ich kann das schlecht beantworten, weiß nicht, aber grundsätzlich weiß es, also in Open Source Repositories geht sowas normalerweise alles umsonst, also auch alles, was ich gezeigt habe, ist umsonst. Und bei privaten Repositories oder wenn man halt GitHub selber laufen lässt, das hatte ich bei einem früheren Arbeitgeber für viele Jahre gemacht, dann muss man natürlich dafür bezahlen. Und das hängt dann konkret von den Konditionen ab, die dann bei den entsprechenden Lizenzvereinbarungen mit GitHub vereinbart werden. Und da ist es im Wesentlichen so, dass es da um die Anzahl der Nutzer geht. Also die Anzahl der Nutzer, die auf einer bestimmten GitHub-Organisation oder GitHub-Instanz die Möglichkeit haben zu arbeiten, die bestimmen im Wesentlichen den Preis, für den man dann bezahlen muss. Und bei den GitHub Actions ist es so, dass das letzte Mal, als ich mich da drum gekümmert habe, da wird halt nach Minuten oder Stunden, also letztendlich nach der Zeit abgerechnet. Ne? Man hat halt ein Zeitbudget für so und so viel Geld. Und wenn man halt mehr benutzt, dann muss man halt ein bisschen was extra zahlen. Ich fand das alles total verständlich, die Preise, die da aufgerufen wurden, aber ich habe es ja auch nicht mehr im Kopf. Jetzt fragt hier der Kai im Chat, gibt es irgendwelche Presets, von denen man erben und starten kann? Ich denke mal, er meint sowas wie so Templates, die du dir so als Parents reinziehen kannst. Also ich finde die Frage super, weil sie kommt hier später in den Folien, aber dann gehe ich mal jetzt drauf ein. Ja, also es gibt Reusing Workflows. Ja, also da geht es halt darum, dass ich innerhalb eines Workflows einen Job definiere. Man könnte sich zum Beispiel vorstellen, einen Job, der zieht halt die Credentials von diesem Secret Store und den benutzt man dann, wenn man, was weiß ich, in AWS ein EC2 hochfahren will und in AWS einen Lambda starten will und in der Google Cloud was anderes und in der Azure Cloud und sonst wie Cloud. Und dann könnte man in Jobs halt immer auf diesen Job referenzieren, der halt diese Secrets zieht. Und dann gibt es sogenannte Composite Actions, wo ich halt verschiedene Actions innerhalb eines Workflows mir sozusagen so ein bisschen frei zusammenbauen kann als sogenanntes Composite. Und ich vermute, dass das zumindest nahe der Antwort kommt, die der Fragende, ich habe den Namen gerade jetzt vergessen, sich wünscht. Also bitte diese beiden ausprobieren, hier diese beiden Links. Ich zeige am Ende nochmal den QR-Code etwas länger, falls der vorhin nicht gescannt wurde. Dann den Links bitte folgen aus dem PDF. Und dann denke ich, ist es ziemlich dicht dran an dem, was sich da gewünscht wurde. Gibt es noch weitere Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein, dann gehe Nö, ich einfach gerade mal weiter. nicht. Machen wir Ja, weiter, genau. genau. Also hier hatte ich nochmal einen kurzen Screenshot von dem Repository, ist Open Source. Auf meinem GitHub-Account kann man sich also angucken. Und viel Spaß dabei und gerne auch Fragen stellen, Issues aufmachen, Pull-Requests vorschlagen, wenn irgendwas unklar ist oder wenn das irgendwie zu verbessern ist. Vorhin hatte ich darüber gesprochen, dass die meisten Actions wahrscheinlich auf der GitHub-Plattform ausgeführt werden und man aber auch die Möglichkeit hat, es in seiner eigenen Cloud oder notfalls auch im eigenen Datencenter zu machen. Und dazu möchte ich die Awesome Runners empfehlen von Johannes. Der Link ist hier. Er hat in seinem Repository halt unheimlich viele Daten zusammengetragen, welche Runners es gibt und auf welchen Cloud-Providern man das machen kann und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist eine gute Anlaufstelle. Und wenn man die Informationen da nicht findet, dann ist es wahrscheinlich eine ziemlich spezielle Information, die man sucht.
Und vor etwa 2 Jahren habe ich auch selber Runners auf ABS laufen lassen und habe dort versucht, so kostensparend wie möglich das zu machen und habe deshalb ABS-Spot-Instanzen benutzt und habe die Erfahrung, die ich vor 2 Jahren gemacht habe, hier in so einem Artikel auf meinem Blog niedergeschrieben. Und auch das kann gegebenenfalls noch hilfreich sein. Auf der anderen Seite ist es jetzt nur auch schon 2 Jahre her. Ich gehe fest davon aus, dass ich da Sachen weiterentwickelt habe. Haben also speziell das Starten der GitHub Runners in ABS, wenn man bestimmte Setup-Sachen machen muss, das hat sich stark verbessert. Das war damals noch nicht ganz so locker flockig, wie ich es gerne gehabt hätte. Nichtsdestotrotz, gegebenenfalls macht es Sinn, auch nochmal auf den Blogartikel zu gucken und dann gegebenenfalls weiter zu suchen, falls die Informationen schon ein bisschen veraltet sein sollten. Und was auch mit Actions sehr schön möglich ist, ist eine Sache, die ich unter IssueOps kennengelernt habe. Die Grundidee von IssueOps ist, ich lege ein Ticket an, auf GitHub heißen die Tickets Issues, aber auf Jira heißen die Jiras und auf woanders heißen die anders. Und in diesem Ticket spezifiziere ich halt bestimmte Parameter. Das wäre hier in diesem Beispiel JSON, ne? Da sage ich halt Key Value. Ne? Key ist irgendwas, Environment, was weiß ich, AWS, Azure, Google und irgendwas anderes. Und wenn ich dann dieses Issue definiert habe, dann kann ich halt über eine GitHub-Action darauf hören, wenn also ein GitHub-Issue definiert wurde und kann das halt lesen, den Inhalt dieser Issue und finde dann diesen JSON-Blob und weiß dann, was damit anzufangen als Action. Also dann weiß ich zum Beispiel, einen Runner zu starten auf einer dieser Cloud-Plattformen mit diesen spezifischen Details, die in diesem JSON definiert wurden. Und das formt halt die Idee von IssueOps. Ich denke, das wäre auch möglich, das mit Jira zu machen. Es ist in jedem Fall möglich, GitHub Actions auch über externe Events, über GitHub externe Events zu triggern. Und soweit ich weiß, hat Jira auch eine API grundsätzlich. Und wenn das verfügbar ist, dann müsste das auch gehen. Ausprobiert habe ich es nicht. Die Grundidee von IssueOps wird halt über Issues von GitHub beschrieben. Und ich glaube, es ist erweiterbar. Und dann kann GitHub Actions halt alles Mögliche automatisieren und ausführen. Okay, das und ist krass. Das finde ich wirklich krass. Also ich finde es auch ein bisschen gruselig. Also ich habe so auch gesehen, dass du ja irgendwo, ich glaube in dem Link war das, dass man da irgendwie Kubernetes irgendwie hoch und runter skalieren kann oder sowas. Also, aber ich, also es ist wirklich mega. Das ist bestimmt, also hilft bestimmt massiv. Ja, also der große Vorteil davon ist, wenn man halt sagt, seine Automatisierungsplattform ist GitHub Actions, dann denke ich, macht es auch Sinn, so viel wie möglich damit zu automatisieren. Ne? Und wenn man halt seit 20 Jahren Chef oder Puppet macht und keine Notwendigkeit sieht, das auf GitHub Actions zu migrieren, dann ist das genauso fein. Und dann kann man bestimmt auch, also ich wette, dass es irgendwie mit Chef und Puppet auch Möglichkeiten gibt, irgendwas an Kubernetes-Clustern rumzuschrauben. Und das geht natürlich auch mit anderen Sachen, ne? Terraform und wie sie alle heißen. Und das ist halt eine Möglichkeit, wie man GitHub Actions sozusagen noch erweitern kann. Und ohne Frage muss man dann gucken, wie, also diesen Input, den man so in Issues reinschreibt, da muss man sich halt überlegen, dass man den natürlich auch validiert, weil es könnte auch ein Open Source Repository sein, also jeder könnte dann Issues schreiben, ne? Und wenn dann so über so ein Issue, so eine Automatisierung getriggert wird, dann sollte der Input natürlich entsprechend sensibel behandelt werden, weil er theoretisch aus einem offenen Internet kommen kann. Und nichtsdestotrotz, ich glaube, die Möglichkeiten sind aber auch riesig und ich versuche halt, die Möglichkeiten aufzuzählen und sozusagen die Risiken nur zu beschreiben, wenn ich glaube, dass es auch Mitigations gibt. Und deswegen hatte ich diese Mitigation vor. Und krass ist es, ja? Es ist krass, also man kann da Kubernetes-Cluster hoch und runter skalieren, wenn man es möchte. Ja. Und man kann noch viel mehr Sachen machen, die ich jetzt heute alle nicht aufgezeigt habe, sondern da möchte ich nur die Links zeigen. Ich hatte von Jobs viel geredet und von Workflows nur ein ganz klein bisschen und es gibt noch 1000 andere sogenannte Core-Konzepte bei GitHub Actions und die sind hinter diesem Link. Gerne reinschauen, wenn Workflows und Jobs nicht ausreichend sind. Über Secrets hatte ich ein bisschen gesprochen. Die Dokumentation ist hinter diesem Link und die Frage von dem einen Zuhörer konnte ich hoffentlich
in die richtige Richtung beantworten mit Reusing Workshops und Composite Actions. Und es gibt diverse Kontexte. Ich hatte zwei Jobs gezeigt, die relativ lang waren und die sind jetzt auch schon ein bisschen älter. Also vielleicht gibt es noch mehr Kontexte, die würde man dann hier hinter dieser Doku finden. Ich hatte gerade schon gesagt, es gibt die Möglichkeit, Actions auch über Events außerhalb der, des GitHub-Environments zu triggern. Und die Doku dazu ist hier. Kann man halt eigene Events definieren und dann theoretisch von jedem Software-System aus GitHub-Actions triggern. Und ich hatte auch über den Package Manager, die Container Registry und die Docker Registry hatte ich nichts gezeigt, aber die gab es früher auch mal. All das ist integriert in Actions. Wenn das interessant ist, dann bitte diesem Link folgen. Was ich gezeigt habe an dem kleinen Actions-Lauf, war online im Browser auf der GitHub-Plattform. Wenn es aus irgendeinem Grund nötig ist, die GitHub Actions lokal zu testen, geht das auch. NectOS heißt das Projekt, finde ich spitze, dass sich da jemand drum gekümmert hat. Ups, das waren zwei Klicks zu viel. Der Link ist dahinter. Innerhalb von GitHub gibt es sogenannte Organisationen. Es gibt Firmen, die haben ihren Source Code in einer Organisation auf GitHub.com. Und auch da gibt es Actions, um diese Organisation zu organisieren, die Nutzererfahrung besser zu machen. Ich finde das toll, wenn ich in einem neuen Repository das erste Mal eine Issue aufmache und dann eine nette Nachricht bekomme. Diese Action versteckt sich hier hinter, heißt First Issue Greeter. Und es gibt auch die Möglichkeit, Repositories zu synken, also dass man bestimmte Settings oder auch bestimmte Actions in Repositories immer auf gleichen Stand hält. Und da gibt es auch eine Action für, die heißt GitHub Workflow Sync. Die empfehle ich auch, sich anzugucken, wenn in der Richtung Bedarf besteht. Und GitHub Actions ist auch nicht das einzige Tool in dem großen Spielfeld Automatisierung CI/CD-Pipelines. Und die wahrscheinlich größte Alternative kommt von GitLab, heißt GitLab CI/CD. Und ich habe hier drei Links mitgebracht auf der Folie, die die eine gewisse Vergleichbarkeit versuchen zu bieten. Also zum einen habe ich hier einen Link mitgebracht, wo es einen Vergleich gibt. Das ist allerdings GitHub Dokumentation, also wenn dass GitHub Actions gegebenenfalls hier ein bisschen besser bei wegkommt, ist wahrscheinlich reiner Zufall. Dann habe ich hier einen Link mitgebracht, wenn man von GitLab CI/CD auf GitHub Actions migrieren möchte, also von GitLab zu GitHub, dann kann man dieser Dokumentation folgen. Diese Dokumentation ist auch keine Überraschung, kommt von GitHub. Die möchten natürlich, dass gegebenenfalls User, die mit GitLab CI/CD nicht ganz aus irgendeinem Grund überlegen, was anderes zu benutzen, sich GitHub Actions angucken. Und das Gleiche geht natürlich auch in die andere Richtung, dass man halt von GitHub Actions zu GitLab CI/CD migriert. Da habe ich dieses Issue gefunden vor 3 Tagen, was auf GitLab noch offen war. Ich gehe davon aus, dass das irgendwann auch geschlossen wird und dann wird es auch da Doku geben, die beschreibt, wie man von GitHub Actions zu GitLab CI/CD, wenn man möchte, migrieren kann. Und damit komme ich zu meiner letzten Folie. Die lasse ich noch ein bisschen auf dem Screen, weil auch hier wieder der QR-Code gezeigt wird und mit einem Smartphone Ihrer Wahl können Sie diesen QR-Code aufnehmen. Dann bekommen Sie eine URL auf meinem Blog angezeigt. Und hinter dieser URL verbirgt sich ein Download-Button und da kann man das PDF mit all den Folien, die ich gezeigt habe, runterladen. Und dann können Sie all diesen Links folgen, die in den diversen Folien aufgelistet waren und können noch weitere Informationen über GitHub Actions bekommen und lernen hoffentlich noch viel mehr als das, was ich Ihnen heute in der knappen Stunde, die jetzt rum ist, erzählen konnte. Und jetzt bin ich gespannt auf weitere Fragen. Ja, ich habe schon mal in den Chat geschrieben, ob noch jemand Fragen hat. Dann warten wir mal kurz. Das ist auch mal so ein bisschen dieser YouTube-Live-Lag. Das funktioniert. Okay. Ich hatte noch eine Frage. Genau.
Der Kai schreibt tausend Dank und Bravo. Der wird auf jeden Fall, wie ich ihn kenne, das abscannen und fleißig damit rumwurschteln und sich total freuen darüber. Das wird mega werden für ihn. Kann man sowas wie bei Jenkins, man hat ja ganz oft, dass man so Benutzerinteraktionen braucht. Also zum Beispiel, du hast irgendwie deine GitHub Actions, hat irgendwas gebaut und das soll jetzt in die Produktion deployed werden. Oder man soll noch irgendwie irgendwie noch einen Text, Freitext eingeben können. Gibt es sowas? Weißt du das? Ich würde jetzt mal aus dem Bauch raus ja sagen, irgendwie müsste das gehen, aber ich weiß gerade nicht wie. Also ich kenne das von Jenkins auch, ne? So nach dem Motto, wollen Sie jetzt wirklich auf Produktion deployen? Da soll dann nochmal ein Mensch auf Ja drücken. Ne? Oder wollen Sie jetzt wirklich diese ganzen Artefakte da hochladen auf den Nexus oder auf das Artifactory? Bauchgefühl ja, aber ich weiß nicht wie. Ich kann es im Moment nicht sagen. Ich wette, das gibt sowas. Basil Winter schreibt, danke für den Talk. Ich glaube, es soll der Kippo-Faust sein. Ja, bedankt sich. Ja. Templates hatten wir, fällt mir noch was eigene Runner hast du gezeigt, da hast du eigentlich schon fast alle meine Fragen, die ich so gesammelt hatte während des Talks, hast du schon beantwortet. Gucken wir nochmal, ob noch irgendjemand eine Frage hat aus dem Chat. Ansonsten benutzt du das, also machst du das jetzt nicht nur für Source Code, also wie ich es verstanden habe, machst du es auch für Kunden, hast du es schon richtig eingesetzt. Also diese Enterprise GitHub-Sache, die man sich kaufen kann on-premise, da kann man das auch mitlaufen lassen. Genau. Ja, also ich habe die meiste Zeit, die ich mit GitHub Actions gearbeitet habe, das sozusagen für Softwareentwicklung, für Produktsoftwareentwicklung, für die Firmen, für die ich gearbeitet habe, gemacht und nicht für Kunden im Sinne von, dass wir irgendwie ein Softwarehaus waren und dann Software und Infrastruktur und Betrieb und sowas geliefert haben und dann hätten gegebenenfalls auch GitHub Actions Sinn gemacht, die zu verkaufen. Also es waren immer Arbeitgeber, für die ich gearbeitet habe, wo viele andere Entwickler mit mir zusammengearbeitet haben oder ich für die verantwortlich war. Und da dann haben wir GitHub Actions benutzt, um alle möglichen Sachen zu automatisieren. Unter anderem natürlich auch sowas wie Deployments, wie du angesprochen hast. Aber also diese Frage, dass ich die nicht beantworten kann, ob es diese Interaktion gibt, das ist echt gut. Also ich bin gerade ein bisschen selber von mir überrascht. Ich glaube, nach dem Talk werde ich zur Suchmaschine meiner Wahl gehen und mir das mal angucken. Aber ich wette, sowas gibt es. Ja. Und hast du irgendwie in dem Kontext von GitHub Actions auch GitOps, das ist ja was momentan so ein bisschen on vogue ist, auch also dass man irgendwie sein Terraform, Ansible, whatever irgendwo in so ein Git-Repo reinmacht, hast du damit irgendwie Erfahrung, bist du damit mit Kontakt gekommen? Also sehr, sehr rudimentäre GitOps, also ein bekanntes Tool von GitOps ist Flux und das habe ich auch schon mal selber benutzt, aber nicht im professionellen Kontext. Nicht in Produktion. Und also grundsätzlich finde ich diese Idee super. Die Idee ist grundsätzlich, es gibt einen konkreten Ort der Wahrheit und das ist ein Git-Repository und zwar der Main Branch. Und wenn sich in diesem Main Branch was ändert, dann gibt es halt ein bestimmtes Tooling, zum Beispiel Flux, aber es kann auch was anderes sein. Und dieses Tooling vergleicht halt konstant, wie ist mein sogenannter Desired State, also der Status, den ich haben möchte, der in Git, dem Main Branch, definiert ist, und wie ist mein Actual State, also der Status, häufig sind es Kubernetes-Cluster, der in diesem Kubernetes-Cluster halt gerade aktuell ist. Und wenn diese beiden Stati unterschiedlich sind, weil ich zum Beispiel einen Pull-Request in meinen Git-Main-Branch gemerged habe, dann stellt dieses Tooling das fest, dass es einen sogenannten Drift gibt, also einen Unterschied. Und dieses Tooling zieht sich dann die Änderungen aus dem Git-Repository und versucht sie zu applyen, also sozusagen umzusetzen. Und häufig bedeutet es, dass dann in dem Kubernetes-Cluster halt irgendwelche Pods ausgetauscht werden oder irgendwelche Services ausgetauscht werden oder irgendwelche Hoch-Runter-Skalierungen passieren, so ähnlich wie in diesem Issue-Ops-Beispiel. Und das finde ich total clever, weil es halt ein weiterer Baustein in dieser Automatisierung ist, die halt häufig als DevOps beschrieben wird.
wo es aber letztendlich aus meiner Sicht darum geht, halt Arbeit abzunehmen für Softwareentwickler oder für Operations-Leute, die häufig als DevOpser heute bezeichnet werden, weil Arbeit, die sozusagen wiederholbar ist, die sollte man automatisieren. Und die sollte man zum Beispiel mit GitHub Actions, aber auch mit anderen Tools automatisieren. Und GitOps ist ein ohne Frage sinnvoller Weg, das zu tun. Und zusätzlich zu den ganzen Sachen, die ich geschrieben habe, finde ich noch einen weiteren Riesenvorteil von GitOps, dass das auf Git basiert. Und wenn man Git richtig konfiguriert, ist es quasi Audit Trail by Default. Also man hat den Audit Trail dabei, man weiß genau, wer wann welche Änderungen gemacht hat und welche Auswirkungen die hatte. Und das finde ich total klasse. Vor allen Dingen in professionellen Umgebungen ist es wichtig, dass man halt sagen kann, vor 3 Jahren und 2 Monaten und 2 Tagen ist diese Änderung von X gekommen und die hat dann jene Änderung in Y getriggert. Das ist häufig wichtig, wenn man auditierbar sein muss als Firma. Ja, da sprichst du mir aus dem Herzen. Also es ist ja auch so, Infrastructure as Code, es hat jetzt nicht unbedingt mit deinem Thema hier zu tun, aber das ist halt so, kann ich nachvollziehen, wer das wie irgendwo aufgesetzt hat. Zur Ops hält mir noch eins an. Ein Arbeitskollege hat jetzt neulich hier intern vorgestellt, ChatOps nennt er das. Ich weiß nicht, ob das ein wirklich offizieller Begriff ist, fand ich auch total Spaß. Ich gehe bestimmt auch mit GitHub Actions, war ich auch eine total abgefahrene Idee. Genau. Also ja, geht mit GitHub Actions. Schön, dass du es ansprichst. ChatOps ist ein Begriff, der aus meiner Sicht aus der GitHub-Welt kommt. Das war 2012, 2013, komme ich nicht mehr genau drauf. Was GitHub damals gemacht hat, ist, dass sie ein internes Tool, also ich war nicht dabei, ich habe das nur gelesen, aber was ich von dem, was ich gelesen habe, verstanden ist, es gab ein internes Tool, wo im Prinzip sowas Ähnliches wie Chat gelaufen ist. Und wenn man in dem Chat bestimmte Kommandos geschrieben hat, dann wurden die von so einem Bot aufgegriffen und dann wurden irgendwelche Server hoch und runter gefahren. Und das haben sie Open Source implementiert. Das heißt WhoBot, das gibt es, glaube ich, auch heute noch. Und das ist letztendlich so ein Bot, der hört auf sowas wie HipChat oder Slack oder wie auch immer der Chat heißt. Und wenn ich da sowas reinschreibe wie lege User an oder so und der Bot versteht halt lege User an, dann guckt er halt, lege User an A und dann wird halt ein User A angelegt in einer vorher konfigurierten und definierten User-Datenbank, LDAP zum Beispiel. Und das ist auch insofern total, finde ich total spannend und clever, weil Entwickler arbeiten halt häufig auch mit Chat-Tools, weil das speziell seitdem Corona da ist, aber auch schon vorher, sich sehr natürlich für Entwickler anfühlt. Und Entwickler, glaube ich, mögen es nicht so sehr, die Tools häufig zu wechseln. Und wenn sie sozusagen in ihrem Chat-Tool, was sie sowieso häufig benutzen, dann auch noch gewisse DevOps- oder Ops-Aufgaben übernehmen können, ist es, glaube ich, von Vorteil. Und ähnlich wie GitOps kann natürlich auch so ein Chat-Ops-Bot wie HuBot und andere, die können natürlich auch zurück in den Chat schreiben. Die können sowas schreiben wie User A erfolgreich angelegt oder eben nicht erfolgreich angelegt. Und dann kann halt derjenige, der in diesem Slack oder sonst wie Chat arbeitet, halt darauf reagieren und kann es halt fixen oder so. Und dann ist es auch möglich, dass wenn 3 Monate später ein neuer Mitarbeiter eingestellt wird und der dann auch Zugriff auf diesen Chat hat, der kann dann sozusagen lernen, wie in der Vergangenheit bestimmte Operations-Aufgaben gemacht wurden, indem er sich halt vergangene Chats durchliest. Und das sind alles Vorteile, die sind, glaube ich, sehr wertvoll und machen dann Sinn, wenn halt viel über Chat funktioniert in Firmen. Und dann macht es auch Sinn, ChatOps zu implementieren. Und ich wette, es geht auch mit, also über so einen Bot kann man auch GitHub Actions triggern. Genau im Kopf habe ich es nicht. Aber weil es halt beides aus der GitHub-Welt kommt, würde ich es mich sehr wundern, wenn es nicht möglich wäre. Ja, glaube ich auch. Also das haben die hier auch in-house gemacht. Die haben halt einfach Jenkins dann angetriggert. Es ging halt darum, dass Leute, die jetzt nicht so technisch versiert sind, einfach sagen können, ich möchte folgenden Feature-Branch mal dahin deployed haben. Sowas haben. Dann haben die halt auch so eine Pipeline angestoßen. Ne? Ja. Genau. Das ist eine super Anwendung, die ohne Frage in bestimmten Kontexten Sinn macht. Also von meinen Fragen war das jetzt. Aus dem Chat kamen jetzt auch keine weiteren Fragen. Dann würde ich dich in deinen wohlverdienten Feierabend entlassen und bedanke mich nochmal recht herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du bei uns warst. Und vielleicht sehen wir uns ja nochmal.
Vielleicht hast du ja noch das ein oder das andere Thema, was du gerne mal vorstellen möchtest. Und ja, damit wünsche ich dir einen schönen Feierabend und bedanke mich nochmal bei dir. Vielen Dank, Seppel. Viele Grüße aus Berlin. Einen schönen Abend. Ja, Tschüss. danke. Ciao. So, beenden.